Mit Markierungen kannst du Bildschirmfotos zuschneiden, darauf zeichnen sowie Text und Formen hinzufügen. Um ein Bildschirmfoto zu machen, drücke gleichzeitig die Standby-Taste und die Home-Taste auf dem iPad und lasse diese dann gemeinsam los. Jetzt wird links unten auf dem Bildschirm eine Miniaturansicht des Bildschirmfotos angezeigt. Wenn dieses nicht mehr zu sehen ist, findest du es in der Fotos-App im Album Bildschirmfotos. Tippe auf die Miniaturansicht, um Markierungen zu öffnen. Dort kannst du das Bildschirmfoto gleich teilen oder Änderungen vornehmen. Um das Bild zuzuschneiden, ziehe den Rahmen, wie hier gezeigt. Nun kannst du ein Schreibwerkzeug und eine Farbe auswählen und mit dem Finger oder dem Apple Pencil auf dem Bildschirmfoto zeichnen. Um Text, Formen oder eine Unterschrift hinzuzufügen, tippe unten rechts auf dem Bildschirm auf das Plus-Symbol. Wenn du eine Form hinzufügst, kannst du die Farbe ändern, indem du auf die Farbpalette tippst. Oder ändere die Dicke durch Tippen auf das Formensymbol. Tippe auf das Plus-Symbol, wenn du bei deinem Foto Text oder Notizen hinzufügen möchtest. Tippe dann auf Text und ziehe das Textfeld an die Stelle, an der deine Notiz angezeigt werden soll. Verwende zum Zeichnen den Apple Pencil für perfekte Bildqualität. Du möchtest etwas ändern? Tippe auf den Radiergummi. Du kannst Änderungen auch widerrufen und wiederholen, wenn du in der unteren Bildschirmecke auf die Symbole tippst. Du bist mit deiner Zeichnung zufrieden, aber möchtest sie verschieben? Verwende das Lasso-Werkzeug, um die Zeichnung auszuwählen und zu verschieben. Du kannst dein Bildschirmfoto versenden, indem du oben rechts auf das Teilen-Symbol tippst. Wähle aus, wie du es teilen möchtest und mit wem du es teilen möchtest. Füge eine Nachricht hinzu. Und tippe auf Senden. Wenn du fertig bist, tippe auf Fertig. Du kannst das Bildschirmfoto dann entweder in der Fotos-App speichern oder löschen. Probiere Markierungen nun selbst aus. Um weitere nützliche Tipps wie diesen zu erhalten, kannst du diesen Kanal abonnieren oder einfach auf ein anderes Video klicken.